Am vergangenen Montag wurde im Heidenauer Rathaus eine neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel Einsichten zeigten Schüler der Best-Zabel-Schule Freital unterschiedliche Arbeiten. Schulleiter Andreas Frister sucht immer nach Wegen, die Arbeiten seiner Schüler auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also wir suchen schon die Öffentlichkeit, um einfach auf uns aufmerksam zu machen. Und natürlich, die Schüler sollen sich testen, wie ihre Kommunikationsart, das Bildermachen, Bildgestalten auch angenommen wird. Mit Andreas Meschke vom Kunstverein Pechhütte fand Frister die Verbindung zu Heidenau. Seit Jahren betreut der Kunstverein die Ausstellung im Rathaus. Der Chef des Kunstvereins freut sich über die Grafiken, Zeichnungen und Collagen der Freitaler Schüler. Ja, eigentlich stehe ich ja schon vor meinem Lieblingsbild, was ich dann auch sozusagen für die Titelgestaltung verwendet habe, für unseren Flyer. Und mir gefallen aber die beiden dreidimensionalen Arbeiten, also auch sehr gut von Linda Eredi, was hier neben dem Ratssaal und das andere, was im Treppenhaus hängt. Das finde ich ganz interessant und ich finde auch sehr interessant die kalligraphischen Arbeiten. Also wenn ich im späteren Leben mal nicht mehr fotografiere, dann mache ich solche Dinge. Vor dem Ratssaal sprach Marion Franz als Beigeordnete der Stadt Heidenau die einleitenden Worte. Im anschließenden Rundgang durch die Ausstellung bot sich Gelegenheit, über die Bilder ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung ist sehr vielseitig, also es sind sehr vielfältige Motive, vielfältige Handschriften, was ja eine Schule auszeichnen sollte. Wir wollen also nicht uniform alle in die gleiche Richtung drängen, sondern die Schüler sollen bei uns kreativ tätig sein und ihre individuelle Stärke erkennen, wo sie die haben. Und das kann im Druck sein, das kann in der Handzeichnung sein. Also es sind verschiedenste Techniken möglich und das zeigt die Ausstellung, dass diese Vielfalt bei uns gegeben ist. Bis Mitte März haben die Heidenauer noch Gelegenheit, die Ausstellung während der Öffnungszeiten des Rathauses zu besuchen.